So, hey Leute, willkommen zu meiner nächsten Folge. Diesmal bin ich ganz alleine und da habe ich mir gedacht, ich lasse mal ein bisschen Hintergrundmusik laufen. Ja, einmal ein bisschen lauter. So, dann hört man die auch ein bisschen. Ja. Also, ich war ja gerade dabei, ein paar Sachen zu machen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das sieht jetzt hier richtig schlimm aus. Scheiße. Das wollten wir hier eigentlich verhindern. Okay. Ja. Wie machen wir es jetzt am besten einfach wieder zu? Denke ich mal. Ach Gottle. Das ist der nächste. Nein, nein, nein. Kommt schon mir nicht zu nahe. Und da ist der nächste explodiert. Ganz große Klasse. Creeper hier in Aktion. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen zurückziehen und ein Steinschwert craften. Ah, ist doch ein bisschen zu laut hier. Bisschen leiser. So. Okay. Steinschwert wollte ich mir machen. Und am besten soll die noch was essen. Habe ich hier noch was zu essen? Ja. Okay. Gut, die Erde brauchen wir, um hier die ganzen Löcher zuzumachen. Naja, wie ich es hasse, wenn Creeper in meinem Grundstück explodieren. Sage ich jetzt einfach mal. Ich hasse es auf den Tod. Nein, nicht unbedingt auf den Tod, aber ich hasse es einfach. Super, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen abfahren. Alles hier Zeitverschwendung. Zeit hätten wir auch besser investieren können. Okay. Oh nein. Ach, mein Zaun ist hier natürlich auch weg. Super, super. Echt klasse. Ich werde einfach mal hier Taste machen und dann gucke ich hier noch mal schnell nach dem da hier, genau. Okay. Mit ziemlich wenig Leben werde ich jetzt. Hier ist ein Bett. Warum ist hier ein Bett? Warum ist hier ein Bett? Naja. Schwamm drüber. Okay. Habe ich jetzt wichtige Sachen dabei? Ja, schon. Der sollte jetzt hier nicht unbedingt explodieren. So. Ja. Ziemlich ungünstig, da wir hier kein Essen haben. Sollte ich nicht in die Höhle? Nee. Ziemlich unklug. Ich werde mir aber gleich mal die Ölquelle da hinten schnappen mit dem Eimer. Vorsicht, da die anderen zu gut machen. Weil Öl wird auch ziemlich nützlich sein für unsere Energiequelle da hinten. Energiequelle da hinten. Sage ich jetzt mal auf unserem Grundstück, weil wir ja gleich mit der Technik anfangen werden. Und ehrlich gesagt brauche ich da ziemlich viel Energie und die kriege ich da durch nur. Okay, ja. Jetzt hole ich mal den Eimer hier. Ich bräuchte echt was zu essen. Naja. Mal schauen. Geht einfach hier raus. Also keine Sorge, das werde ich hier alles noch machen. Ich weiß auch schon wie. Der Dani, was hat denn der so gebaut? Anfang seines Hauses? Keine Ahnung. Okay, wir bekommen keinen Schaden. Ab 4,5 Leben. Und wenn man kein Essen hat, bekommt man keinen Schaden. Ziemlich nice gemacht bei Feed the Beast. Da ist wahrscheinlich auch. Da hinten ist ein Dorf. Hat wahrscheinlich noch keiner gesehen. Sehr, sehr gut.
Das ist natürlich sehr, sehr gut hier. Die Ölquelle ist ziemlich nice hier. Und am Dorf werden wir uns jetzt mal zugunsten machen. Ziemlich nah. Ich finde es ehrlich gesagt witzig, dass keines noch keines gefunden hat. Also werde ich mich jetzt gleich mal bedienen. Die ganzen Ressourcen abbauen. Und ja, hoffen, dass ich was Besonderes rauskriege hier. Wie ihr seht, sind hier wahrscheinlich keine irgendwie diese... Wie heißen sie nochmal? Ah, doch, da hinten sind sie ein paar Villager. Ich werde die ganzen Sanyabnehmer zuerst mal zu dem wichtigsten Teil hier. Oh, das ist auch ein sehr nicer Stein. Boah, also hier wundervoll, echt wundervoll. Lava, auch gut, aber jetzt kommen wir zur Kiste. In der Kiste natürlich sehr nice Sachen. Die werden wir uns hier gleich mal schnappen. Ja, ich finde ehrlich gesagt, wie gesagt, witzig, dass hier keiner irgendwie auf die Idee kam, in die Richtung zu laufen und hier was zu finden. Deswegen. So, jetzt nehme ich das alles hier mit, werde alles bei mir anpflanzen. Da werden sie dann schon große Augen machen hier. Okay, da ist ein besonderer Villager, den schaue ich mir gleich an. Karotten werde ich auf jeden Fall behalten, weil ich werde später Tiere züchten. Was sagt denn der? 6 für 1 Smaragd. Also Smaragde, die brauche ich am Ende. Und die Dorfbewohner sollten hier bleiben, weil ich brauche am Ende Smaragd für den Zaubertisch, den ich mir machen werde. Und die ganze Energie dann sammeln werde. Aber erstmal hierzu die Bücher. Die werde ich mir auch schnappen. Die brauche ich auch für die Energie. Fürs Zaubern, das labe ich für eine Energie. Genau, genau, hier alles. Das nehmen wir auch mit. Können wir alles gebrauchen. Die Tür können wir auch gebrauchen. So, so. Den Stein da oben nehmen wir mit. Sieht ziemlich nice aus. Warum sprinten wir? Okay, ja, also ziemlich nice hier, dass man gleich... Und da ist auch eine Kiste. Sehr, sehr schön. Taumnium. Sehr, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Also ich werde jetzt in jedes Haus reingucken, weil... Natürlich Glowstone brauche ich auch. Eieiei, also das... Das fasziniert mich jetzt ziemlich, dass hier überall Kisten sind. Und das gefällt mir auch richtig. Also ich werde mich jetzt in jedem Haus mal umgucken, ob da Kisten drin sind. Hier ist keine Kiste drin, okay. Hier waren wir schon drin. Ist da noch ein Haus? Nein. Hier waren wir auch schon drin. Also, falls wir noch Kisten finden werden und da noch besondere Sachen, das wäre ziemlich nice. Weil im normalen Minecraft sind in solchen Kisten keine, in solchen Häusern keine Kisten. Und da bin ich jetzt auch nur zufällig hoch, weil ich von oben den Stein abbauen wollte und das ist leider vergessen habe. Aber egal. Gibt besseres. Ist hier eine Kiste drin? Sieht nicht dann noch aus. Hier wird wahrscheinlich dann auch keine Kiste sein. Nein. Egal, egal, egal. Also es ist, wie gesagt, ziemlich nice, dass ich hier als einzigster auf die Idee komme, dahinter zu laufen. Irgendwie auf der Decke sind da auch Kisten. Nee. Hier ist keine Kiste. Hier geht's aber hoch. Mal schauen, ist da eine Kiste? Nein. Hier scheint auch keine Kiste zu sein. Alles durchschauen. Ist auch keine Kiste. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay. Dann den Stein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den irgendwie anfassen darf. Das ist wie Obsidian, denke ich. Nee, lass ich mal lieber. Nicht, dass mich da irgendwas attackiert. Aber die Platten da oben werde ich mir schnappen. Weil ich hätte ja schon so eine kleine Idee, wie ich mein Haus gestalte. Und die Platten wären da im Brunnen. Meint ihr, im Brunnen könnte was drin sein? Nee, da ist nichts. Die da werde ich mitnehmen. Sehr nice. Zack. Und die Platten da oben. Auf jeden Fall. Ist natürlich nur hier. Die noch denken können.
Ein paar hiervon, davon und ab geht's nach Hause. Die sehen irgendwie komisch aus. Nehme ich mal mit. Oh, was habe ich hier eingesammelt? Das lohnt. Also das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt sehr, weil ich gesehen habe, was man. Ich zeige euch gleich mal, was man mit den Lohnenstopp machen kann. Also, ach genau, das Feld darf ich nicht lassen. Ganz sicher nicht. Alles mit, alles mit. Alles mit. Ich hoffe, ich habe noch Platz im Inventar. Ja, habe ich. Ah je, das wird jetzt ein Kampf bis nach Hause. Ich werde jetzt was essen. Auf jeden Fall hier. Nein. Wenn es wenig gibt, ich werde mir die dann zu Hause braten. Bratkartoffeln. Habe ich hier noch was anderes? Ja, mein Brot. Auf jeden Fall. Und das werde ich mir alles mal anziehen. Ich muss nur regenerieren, bis ich nach Hause laufe. Goldnugget ist natürlich auch sehr, sehr nice, finde ich. Da wir aus Goldnuggets, aus Gold können wir uns Diamanten craften und Goldnuggets. Ich glaube, ein Goldnugget gibt 9 Gold. Nein, andersrum. Ein Gold gibt 9 Gold. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich werde mir jetzt ein Riesenfeld zu Hause mal bauen. Entschuldigung. Ein Riesenfeld zu Hause bauen, wo ich das ganze Lohnstaub nehmen wir mit. Oder wir lassen es, weil hier Spinnen und Creeper. Hätte ich jetzt ein Jetpack, würde ich einfach drüber. Aber. Taunium, das gefällt mir richtig, dass wir das haben. Okay, das wäre die erste Spinne. Das gefällt mir gar nicht. Die zwei werde ich jetzt erstmal erledigen. Sehr schön. Okay. So, ich will ehrlich gesagt die Blumen hier mitnehmen, weil die mir ziemlich gefallen. So, Herr Creeper. Sie können alle mitkommen, wenn wir wollen. Mitkommen, mitkommen. Mitkommen und mitkommen. So. Sehr nice, das ganze Dorf ausgeplündert. Ja, das ist auch wieder ein Zeichen, dass die hier nicht wirklich durchgucken. Na klar, ich habe jetzt in den ersten 4 Folgen das Dorf auch nicht gesehen, aber. Oder 3 Folgen auch nicht gesehen, aber. Ich finde. Ich glaube, ich bin bis jetzt am weitesten.